Moin und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Und wir machen hier direkt weiter im Level, in dem wir aufgehört haben, nämlich im Ölfass Boulevard. Und wir haben hier jetzt noch einen Geheimgang, den wir auf dem Weg zum Ziel finden müssen. Danach müssen wir den Level nochmal starten, denn es gibt hier noch einen ganz schwer versteckten Geheimgang, den wir beim ersten Mal übersehen haben. Aber das lässt sich nachholen. Erstmal ist das hier der Geheimgang, den wir noch nicht hatten. Und hier geht's direkt weiter über die Fässer, die jetzt in unterschiedlichen Rhythmen auch an- und ausgehen. Hier haben wir leider unser Nashorn schon verloren. Das kann uns aber relativ egal sein, denn wir brauchen es nicht mehr. Okay, an dieser Stelle wäre es noch hilfreich gewesen, weil das Nashorn halt einfach auch die Fässer hier wegstoßen kann. So müssen wir halt so ausweichen. Und hier haben wir jetzt Fässer, die in unterschiedlichen Rhythmen an- und ausgehen, und da müssen wir warten, bis sie einmal lange gebrannt haben, um dann eine lange Pause zu haben, mit der wir hier weiterkommen. Genauso hier, dann kommen wir hier noch rüber, und wenn wir hier drauf springen, haben wir das G und sind am Ziel. So, uns fehlt aber noch das Ausrufezeichen, deshalb müssen wir noch den letzten Geheimgang finden, und der ist sehr tricky. So, dafür gehen wir jetzt erstmal an den hier vorbei. Wir müssen aber in den zweiten Geheimgang reingehen. Denn der Geheimgang ist praktisch im Geheimgang versteckt. Und wir müssen jetzt hier erstmal drei Bananen sammeln. Dafür bekommen wir ein Fass. Mit diesem Fass müssen wir hier rechts an die Wand springen und runterfallen. Und so rutschen wir genau in diesen Geheimgang. Das ist der, der uns fehlte. Und man muss es auch wirklich so machen, dass man da an die Wand springt, wenn man irgendwie von woanders daran springt oder wenn man das Fass von weiter weg wirft, dann zählt die Bonusrunde als gewonnen und ist vorbei. So, hier haben wir nochmal einen Kong, was wir sammeln können. Und was haben wir? Country. Der Name des Spiels. Das R und das Y. Und es gibt nochmal einen blauen. Ja, und damit können wir diesen Level dann auch direkt verlassen und in den nächsten gehen. Der heißt Trick, Track, Track. Und auch der ist wieder schwieriger. Wir werden hier gleich von irgend so einem blöden Steinewerfer begrüßt. Oben kommt man da irgendwie hoch. Vielleicht gibt es da oben ja was. Ich habe gerade nicht so den Eindruck, als würde man da gut hochkommen. Man könnte vielleicht den Stein nutzen, aber nee, das lasse ich jetzt mal. Ich gehe direkt auf dieses Ding. Ja, und das fährt hier halt so durch die Gegend und wir müssen darauf rumspringen. Und ich bin hier unvorbereitet drin. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo Geheimgänge sein könnten. Bin jetzt natürlich direkt auch schon abgestürzt. Es wird für heute dann wohl auch der letzte Level sein, den wir machen. Ja, wir können ja gucken, ob da irgendwas ist. Nee, sieht nicht so aus. Oder ich bin zu kurz gesprungen. Weiß man ja nie. Der Typ da oben ist aber echt verdächtig. Naja, spätestens bis zur nächsten Folge werden wir rausfinden, ob da noch irgendwas versteckt ist oder nicht. Der wirft auch nicht schnell. Sieht aber nicht so aus, als würde es hier viele Sachen geben. Halt Gegner, die im Weg stehen, aber Tonnen habe ich bisher noch nicht gesehen. Auch nicht unbedingt Hinweise auf Tonnen. Okay, da hätte vielleicht irgendwas sein können, wenn man die als Trittleiter benutzt. Jetzt fährt das Ding auch noch langsamer, weil da so ein stufender Gegner ist. Ah, Amu leider vorbei, aber ich glaube, bei dem Level kann man auch erstmal froh sein, wenn man überhaupt durchkommt.
So einfach ist der nämlich nicht. Okay, da wäre eine Tonne gewesen. Mal gucken, ob wir da mit Donkey Kong hinkommen. Ja. Das ist doch schon mal was. Okay, und das Ding fährt jetzt hier im Kreis und wir können Bananen sammeln. Okay, weiter geht's. Die Hälftentonne müsste ja hier bestimmt auch sein. Jo. Oh, und jetzt werden wir hier von Bibern angegriffen. Ausweichen geht ja noch, aber wer weiß, ob man die irgendwie braucht, um auf die drauf zu springen. Ja, da wäre es wohl gewesen. Ah. Ach, wisst ihr was, dann springe ich hier einfach mal runter. In die Tonne will ich nämlich rein. So, komm auch du. Du. Mal gucken, springen, springen und nochmal springen. Und von hier aus können wir ja direkt hier hoch und auch von hier in die Tonne springen. Dann haben wir die Bonusrunde. Oh, das ist auch mal eine interessante Version von dieser Bonusrunde. Ah, er springt, wenn ich springe. Das ist sehr interessant. Natürlich wird das schneller. Tja, wie hoch und weit springt er denn? Aber es hat geklappt. Gibt noch mal ein Leben. Und die Leben kann man ja immer gebrauchen. Und es geht wieder von der Hälfte los. Ja, so langsam werden die hier im Spiel auch härter mit den Punkten, an denen sie einen wieder ins Spiel setzen und so. Und vielleicht finden wir hier vorne nochmal einen DK fast, das wäre nicht schlecht. Aber wahrscheinlich nicht. So, an dem müssen wir irgendwie vorbei. Und an dem müssen wir vorbei. Und auch dem müssen wir ausweichen. Ah, und er wird bestimmt richtig fies, aber es geht noch. Und jetzt haben wir wieder Donkey Kong als Unterstützung dabei, falls die was zustößt. Die sind natürlich besonders fies hier. Das habe ich natürlich vor lauter Glitzer nicht gesehen, wo sein blöder Stein ist. Ach, das O fehlt halt. Ui. So einer noch da. Gleich dreht er sich bestimmt. Das war nicht knapp, war. Also das ist definitiv auch wieder einer der Level, die echt Konzentration brauchen. Und kaum hat man das Gefühl, man ist vielleicht durch, kommt natürlich noch so einer. Naja, mal gucken. Ausrufezeichen natürlich nicht. Nun, dann würde ich sagen, suche ich uns da den Geheimgang bis zum nächsten Mal raus, zeige ihn euch dann und dann machen wir danach direkt mit dem nächsten Level weiter. Also, bis dann!